herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Endlich mal wieder im Robinson Club Agadir in Marokko. Hey! Und da wirklich richtig viele Leute mich angeschrieben haben oder gefragt haben generell, ob ich nicht mal ein Video über meine Arbeit drehen kann. Also wo ich überhaupt arbeite, was ich überhaupt mache den ganzen Tag. Übrigens habe ich eine neue Frisur, wenn ihr das sehen könnt. Ich habe meine Haare richtig kurz abschneiden lassen. Es ist wirklich noch gewöhnungsbedürftig. Aber es wird schon irgendwann klappen, dass ich mich daran gewöhne. Ja, nicht wundern, dass ich hier so eine Kokarde anhabe. Heute ist Les Miserables die Show und da müssen wir das immer anziehen als Mitarbeiter. Ja, dann würde ich sagen, ich nehme euch einfach mal mit und gucke, wie gesagt, was so alles passiert. Ich kann eigentlich gleich mal anfangen, also nicht wundern, Housekeeping war gerade bei uns. Hier ist halt unser Teppich. Wir haben halt eine Terrasse hier und ja, das ist halt hier unser Ausblick. Da ist ja noch so ein Garten, so ein kleiner. Wir haben halt echt eine große Terrasse, haben da nämlich auch noch einen Grill. Richtig cool. Dann kann ich immer mit den Zimmern anfangen. Ich bin Festangestellte und Festangestellte haben eigentlich ein Einzelzimmer. Nur da ich mit jemandem wohne zusammen, haben wir halt ein Doppelzimmer, das heißt ein großes Zimmer. Ja, Praktikanten, also normale Praktikanten müssen sich halt ein Doppelzimmer mit einem anderen Praktikanten teilen, auch wenn die halt die Person nicht kennen oder so. Ja, so viel dazu. Ich habe heute wieder meine neuen Schuhe an, die ich mir hier auf dem Zug gekauft habe. Ich liebe die, ich finde die so geil. Ja, und nochmal kurz. Die Mitarbeiter haben halt da hinten so zwei eigene Blöcke, wo wir dann halt alle wohnen. Also richtig von den Gästen halt abgeschnitten. Ja. Was ich euch halt noch kurz erzählen kann, ich bin halt hier seit 2014. Also 2014 war hier mein erstes Mal, als ich hier angefangen habe, als Praktikant. Das ist eine witzige Kamera. Izzy, was machst du da? Ah. Das ist der Samuel. Juhu! Tierische Treiber, Spaß, ich bin da los. Kommst du jetzt auf YouTube? Ja, jetzt bin ich jetzt famous? Ja, du bist jetzt famous. Bibi, ich liebe dich! Wann willst du noch was sagen? Wir sind immer dabei. So, willst du auf die Bühne gehen? Bei Rocky? Rocky, Rocky. Scheiße, was soll ich jetzt machen? Was habe ich denn von einem Partner? Stell mal vor, ich hätte jetzt noch ein Sixpack, wäre richtig durchtrainiert. Stell mal vor, das wäre richtig unfair für alle. Stell mal vor. Das wäre echt. Heute zeigen wir euch, wie man sich Dreck aufs Gesicht macht. Guck, wie man da aussieht, diesen Fisch. Wow. Witzig. So, und jetzt, Achtung. So Leute, guten Morgen. Gestern Abend habe ich euch ja noch ein bisschen mitgenommen. Ja, wie gesagt, das war die Show Les Miserables und wenn ihr euch vielleicht fragt, oh ja, musst du in Shows mitmachen? Also ich glaube, so zwei Shows sind Pflicht. Ich mache in fünf mit. Ja, aber mir macht es auch einfach mega, mega, mega Spaß. Und ich liebe die Shows hier sowieso. Ja, deswegen ist halt mega cool. Mir macht es so Spaß, bei den Shows mitzumachen. Zum Beispiel morgen. Aber werde ich euch auch nochmal mitnehmen, da ist nämlich Rocky. Ich weiß nicht, ob ihr Rocky kennt. Genau, und jetzt startet halt mein Arbeitstag. Ich arbeite ja im Robbyclub mit den Kindern. Und unser Meeting beginnt um 9:30 Uhr. Der Robbyclub öffnet dann um 10 Uhr. Dann habe ich Programm von 10 Uhr bis 12 Uhr. Und dann gehen wir gemeinsam mit den Kindern essen. Dann haben wir Pause. Also wir in der Abteilung Robbyclub haben halt richtig lange Mittagspause. Dafür aber auch abends länger. Genau, und dann haben wir Pause bis 3:30 Uhr. Dann bereiten wir alles vor. Um 4 Uhr öffnet dann wieder der Robbyclub. Und, also Kinderclub halt, wie man es auch sagt. Und das geht dann bis 6 Uhr. Dann haben wir 1,5 Stunden, um uns umzuziehen. Dann gehen wir essen mit den Kindern, also Abendessen. Und danach von 8:30 bis 9:00 haben wir noch eine 1/2 Stunde Programmpunkt. Da spielen wir dann Werwolf oder Zungenmörder oder sowas, halt irgendein Spiel. Genau, und um 9 Uhr
habe ich dann theoretisch frei. Also andere Abteilungen haben dann halt schon um 6 oder manchmal sogar 5 frei, wir halt erst um 9. Dafür haben wir halt diese längere Mittagspause. Übrigens bin ich gerade mit meiner Katze draußen. Wo ist die? Lala! Da, beim Müll. Hm, geil, komm, komm. Oh. Genau, also das ist also mein Tag. Und dann habe ich noch 4-mal die Woche Barpflicht. Das heißt, ich muss bis 12 Uhr an der Bar bleiben und muss dann halt Gästekontakt und so machen. So, und dann zum Thema Frühstück habe ich auch noch was, ist mir gerade eingefallen. Wir dürfen halt ganz normal frühstücken gehen, nur ich bin meistens zu faul, also ich gehe meistens nur an meinem freien Tag frühstücken. Also sonst müsste ich halt schon um 9 im Frühstückssaal sein oder so, weil wenn ich gechillt essen will, dann brauche ich meine Zeit. Ja, deswegen gehe ich meistens nicht frühstücken, aber wir dürfen ganz normal frühstücken, Mittagessen und Abendessen sowieso. Genau. Ja, und der Weg zum Robbyclub ist auch nicht weit. Ich laufe 4 Minuten oder so oder 3 Minuten von meinem Zimmer aus. Da haben wir es hier echt mega gut. So, in unserem Robbyclub-Team sind jetzt zum Beispiel 10, 11 Personen. 11 Personen. Ja, in anderen Robbyclub-Teams, also wenn es halt ein Kinderclub ist, dann gibt es da bis zu 20 Mitarbeitern oder so. So, also warum ist es so hell hier? Heute habe ich leider doch nicht mehr in der Probe mitgefilmt, weil wir hatten nur eine halbe Stunde Probe oder so. Es hat sich ein bisschen verkürzt und da ist nichts Spannendes passiert. Wir haben echt nur wiederholt. So, genau, mittlerweile haben wir dann ich habe gerade geschlafen, doch ein bisschen, deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Mittlerweile haben wir jetzt auch fast 3:30, das heißt, ich laufe jetzt wieder runter in den Robbyclub. Und heute darf ich sogar dann schon um 5 Uhr gehen, weil wir heute Abend Standbild haben, also 2 von uns. Jetzt bin ich und noch eine. Ja, Standbild, heute ist White Party. Das heißt, wir müssen uns halt dann verkleiden und schminken und dafür brauchen wir halt lange. Deswegen dürfen wir dann schon früher gehen. Ja, wir haben es hier eigentlich so, dass jetzt zum Beispiel heute Donnerstags Party ist, morgen wieder eine Show, dann wieder eine Show, wieder eine Show und wieder eine Show. Ja, man kann es eigentlich so sagen, wir haben fast jeden Tag Show, außer Donnerstags und Dienstags. Ja, ansonsten läuft immer eine Show. Ja, und Standbild heißt dann quasi, dass wir jetzt zu dritt oder so, ich kann es gerade so doll filmen, dass wir dann zu dritt oder so im Restaurant ganz stillstehen müssen, verkleidet. Wir stehen dann halt so im Buffet drin, aber das zeige ich euch alles noch. So Leute, so sah ich jetzt aus beim Standbild. Ich konnte jetzt leider nicht mitfilmen, wie wir uns geschminkt haben, weil wir halt mehrere Leute waren. Ja, das ist auf jeden Fall mein Outfit und es war cool. Ich muss jetzt 45 Minuten halt im Restaurant stehen und ja, habe mich übrigens auch selbst geschminkt. Hier seht ihr auch nochmal meine kurzen Haare. Mal wieder einen wunderschönen guten Morgen. Es ist jetzt schon der nächste Tag. Ich habe gestern noch was aufgenommen, davon hat man halt wirklich gar nichts gesehen. Also ich habe gestern gesagt, ihr habt ja gesehen, wir hatten im Robbyclub unten so Kino und wir haben noch Stockbrot gemacht. Das war halt parallel zu der Party oben, dass halt die ganzen Kinder oben nicht rumrennen. Genau, also wir machen das halt immer, also immer donnerstags ist eine Party und immer donnerstags sind wir dann auch noch bis um 11 im Robbyclub. Ja, so viel dazu. Jetzt beginnt wieder ein neuer Tag. Heute ist der Umwelttag, deswegen habe ich so ein grünes Shirt an. Aber das ist auch nichts anderes als jeder andere normale Tag, außer dass wir um 12 Uhr einmal Müll aufsammeln gehen im Club. Ja. Ich melde mich dann einfach später wieder. Heute Morgen backen wir mit den Kindern Keksen. Ach übrigens, apropos Kinder nochmal, es gibt ja zwei Gruppen. Einmal die 3- bis 6-Jährigen und einmal die 7- bis 12-Jährigen. Ich bin immer bei den 7- bis 12-Jährigen. Ich würde auch gerne noch zu den, 13- bis 18-Jährigen, aber das ist nochmal was anderes. Aber da würde ich auch mega gerne hin. Ja genau, und wir backen halt heute Morgen auf jeden Fall Kekse. Und heute Mittag ist dann Rocky-Durchlauf, da werde ich euch auch nochmal ein bisschen mitnehmen. Doch. Ja.
Leute, herzlich Hallo Leute, herzlich willkommen. Heute live aus dem Theater. Wir wollen euch mal zeigen, wie so eine Probe abläuft. Heute Abend ist unsere Show Rocky. Dein Kopf ist ab. Wir warten jetzt hier quasi, dass wir einmal einen Durchlauf starten. Also komplett für heute Abend die Show. Machen wir die ganze Show durch. Jetzt sind gerade die Jungs dran. Tja, und gleich geht's los. So Leute, heute Mittag habe ich euch schon ein bisschen von der Rocky-Bühne gezeigt. Ich konnte jetzt nicht so arg viel filmen. Das ist auf jeden Fall heute mein Rocky-Outfit. Wir haben ja so coole Rocky-Shirts, alle, die bei der Show mitmachen. Ja, später werde ich ja euch auch noch mein Cheerleader-Kostüm zeigen. Wir machen nämlich gleich noch so eine Restaurant-Aktion. Da laufen wir halt durch und schreien so Rocky, Rocky, Rocky. So Leute, das ist mein Cheerleader-Outfit. Das Kleid ist echt mega, mega kurz. Das ist halt voll doof, weil wir uns echt viel bewegen müssen. Sonst hatte ich immer eine Strumpfhose an, aber diesmal gibt es irgendwie keine Strumpfhose mehr. Ja, das ist auf jeden Fall unser Outfit und dazu haben wir dann halt noch so Pompons. Wir sind auf dem Weg in den Minimarkt und vielleicht bekommen wir ja die Sachen so umsonst. Man sieht deinen Arsch easy. Hallo! Super! It's fine! Ja. Fine and you? I am fine, thank you. So, wir haben wirklich was umsonst bekommen. Bubalu. Bubalu. So, hello Leute, ich melde mich auch mal wieder. Mittlerweile ist jetzt auch schon Samstag, es ist schon abends. Ja, ich trage heute meine Haare so zum ersten Mal offen und ich finde die irgendwie zu kurz. Zum Glück wachsen meine Haare halt schnell, aber ich finde die irgendwie echt zu kurz, ich weiß nicht. Ja, was steht heute an? Heute Morgen hatte ich einen Kochdienst, wo ich erstmal schon 15 Minuten zu spät gekommen bin. Genau, Kochdienst heißt, wir müssen halt zum Beispiel morgens, mittags oder abends, das ist halt, wird man halt eingeteilt. Dann müssen wir dann zum Beispiel morgens Früchte schneiden oder Smoothies machen. Mittags müssen wir dann Salat rühren, so für die Gäste. Also wir haben halt eigentlich so ein bis zweimal die Woche so einen Kochdienst. Leute, heute Abend ist so ein Hammerbuffet. Asiatisch! Es gibt Sushi und ich werde euch da auf jeden Fall gleich mitnehmen. Ich werde gleich mitfilmen und ich werde euch zeigen, was ich dann esse. Mein Gott, ich freue mich so geil. Ich habe heute Mittag nur eine Suppe gegessen und dann heute Abend haue ich richtig rein. Übrigens habe ich am Dienstag immer meinen freien Tag. Genau, also man hat eine 6-Tages-Woche dann sozusagen. Dann melde ich mich gleich wieder. Boah Leute, heute ist einfach das Kleidermotto schwarz-rot wegen dem asiatischen Buffet. Und irgendwie bin ich nicht so zufrieden heute. Übrigens bin ich noch immer fleißig am Vloggen. So, ich habe jetzt hier so einen gebratenen Reis geholt und einmal die Krabbenchips. Hier gibt es schon mal ein bisschen Sushi, aber ich komme gleich noch. Was? Oh. Ah, Samuel, da bist du ja schon wieder. Hey. Ach, was machst du denn Chicken, hier? Chicken. McDonald's. Chicken McNuggets gibt's hier. Geil. Schneidwerbung. So Leute, jetzt nicht wundern, wie ich hier gerade aussehe. Ja, lange Geschichte. Ich muss heute eigentlich arbeiten, bin aber krankgeschrieben, da mir gestern meine Kniescheibe rausgesprungen ist. Yay, super toll. Ich wollte jetzt trotzdem die Endszene für dieses Video drehen. Und zwar habe ich euch auf Snapchat nochmal gefragt, was ihr denn noch so für Fragen habt, für dieses Video halt, über meine Arbeit. Und dann fangen wir auch mal direkt an. Und zwar die erste Frage war, wie sind deine Arbeitszeiten und wie kommst du so klar? Die Arbeitszeiten habe ich euch ja bereits genannt. Also wie gesagt, ich muss 5-mal die Woche bis 12 Uhr nachts arbeiten und ja, es geht halt wirklich ab und zu auf die Nerven, wenn ich das so sagen kann. Aber dein Körper, ich würde sagen, der gewöhnt sich einfach irgendwann dran, aber es ist trotzdem, manche denken sich so, oh ja, gechillt, arbeiten, wo andere Urlaub machen, aber ja, das ist auch nicht immer so.
Dann die nächste Frage war, wie bist du auf die Idee gekommen, in Marokko zu arbeiten? Also ich habe mich damals, als ich mich bei Robinson beworben habe, das habe ich alles übers Internet gemacht, über die Robinson-Internetseite. Werbung. Ich habe mich in allen Robinson-Clubs beworben, außer in Österreich und Deutsch und Schweiz und so. Und dann wurde ich halt in Marokko genommen und bin sehr happy darüber. Die nächste Frage war, wie oft bist du in Deutschland? Also als ich noch studiert habe, war ich halt immer 3 Monate in meinen Semesterferien hier und 3 Monate lang in Deutschland. Ja, jetzt war ich ja, wer meine Videos schon länger guckt, der weiß, dass ich auch letztes Jahr im Europapark war. Man kann sich natürlich auch Urlaub nehmen und kann dann auch nach Deutschland fliegen, muss halt den Flug dann halt selbst bezahlen. Aber das kann man regeln, wie man will. So, dann eine weitere Frage war, wie verständigst du dich mit den Leuten in Marokko? Da ich jetzt echt schon längere Zeit hier bin, kann ich natürlich auch schon ein bisschen Arabisch. Was ist das eigentlich für ein Haar, das hier die ganze Zeit absteht? Genau, Französisch kann ich gar nicht und dann halt noch Englisch. Also die meisten Marokkaner hier können auch Englisch sprechen, aber auch wirklich richtig viele Deutsch, vor allem hier in dem Club. Und draußen, wenn du auf dem Souk oder so bist, können alle Deutsch gefühlt. Wir haben mehrere Fragen auf einmal. Also erstmal kannst du Arabisch, wie gesagt, ja, schwer. wie kommst du da mit der Sprache klar? Wenn die Leute als dann so Marokkanisch sprechen, verstehe ich schon einiges, würde ich mal sagen. Und warte, die nächste Frage, wie kannst du dich verständigen? Wie gesagt, habe ich ja schon gesagt. Von wann bis wann gehst du nach Marokko? Wie lange bleibst du denn da? Jetzt noch bis Mitte September und dann geht's nach Amerika für 3 Wochen. Ich freue mich so. Da wird es auch so geile Vlogs geben, aber ist ein anderes Thema. Es gibt ja auch noch andere Marokko-Vlogs, die könnt ihr euch auch gerne alle angucken. Hier wollte noch jemand wissen, was für ein Schulabschluss etc. braucht, für halt, um hier zu arbeiten. Ich habe mein Fachabi gemacht und musste halt ein Praktikum machen für 4 Monate und habe mich dann halt hier beworben. Also bei Robinson. Ich war halt 9 Monate wirklich oder so Praktikantin und dann erst Festangestellte. Und hier noch, ob man immer an den Shows mitwirken muss, habe ich ja auch schon gesagt. Also man, ich glaube, 2 Shows sind Pflicht. So, dann hier noch, wie bist du auf den Robinson Club Agadir gekommen und wie hast du dich beworben? Wie gesagt, über die Internetseite, da musste man halt sowas ausfüllen. Man musste die Bewerbungsunterlagen wegschicken. Und ja, das hat dann bei mir auch bestimmt 4 Monate gedauert, bis ich Bescheid gegeben habe. Bis ich Bescheid gegeben bekommen habe. Ihr wisst, was ich meine. Leute, das war's jetzt dann auch mit den Fragen, die ihr mir geschickt habt. Also es kamen natürlich noch mehrere, aber die habe ich in dem Video einfach schon alle so zwischendurch mal beantwortet. Ich würde dann hiermit das Video beenden. Ich werde demnächst echt viel mehr Vlogs drehen. Ich habe da richtig Bock drauf, auch an meinem freien Tag, wenn ich mal wieder rausfahre oder so. Ich habe richtig Bock, euch noch irgendwas zu zeigen von Marokko oder hier vom Club oder so. Und übrigens, falls ihr mal nach Marokko kommen solltet oder sogar in den Robinson Club Agadir, dann sprecht mich auf jeden Fall an. Weil die letzten Wochen kamen öfters mal Leute und haben so gefragt, ja, wir haben dich in YouTube gesehen, bist du das? Und ich so, na, das war richtig cool. Also sprecht mich gerne an, wenn ihr herkommt. Und ja, dann würde ich sagen, noch einen schönen Tag und bis dann. With my pretty little Galway girl.